Hallo liebe Gadget-Magazin-Zuschauer, heute hier bei mir wieder im YouTube-Kanal natürlich ein kleines Unboxing zu einem Smartphone, das diesen hier ablöst. Das ist hier, wie man unschwer erkennen kann, das HTC One X in der Plus-Variante. Das erkennt man ganz schön an den roten, Softkeys, die hier vorne eingelassen sind. Und der Nachfolger, wie ich auch schon in dem Hands-On auf der HTC-Event in Berlin gezeigt hatte, nennt sich HTC One. Das X ist weg. Ist ein bisschen verwirrend für all diejenigen, die vielleicht sich ein HTC-Gerät anschaffen wollen und stehen vor einem großen HTC-Regal. Dort steht dann ein HTC One S, One X, One X Plus, One SV und One V. Welches ist denn eigentlich nun das Top-Gerät? Das Top-Gerät wird in diesem Jahr nur noch HTC One heißen. Ist ein bisschen verwirrend, aber man wird sich dran gewöhnen. In dieser kleinen unscheinbaren weißen Verpackung, die mir hier zugeschickt wurde von HTC selbst, ist das HTC One drin. Ihr werdet das sicherlich im Handel in einer anderen Verpackung sehen können. Und was soll man dazu sagen? Jetzt hat sich leider mein Bildschirm hinten auch schon verabschiedet. Das ist leider im Standby-Betrieb. Naja, mein Gott. Dieses kleine Gerät wollen wir noch mal kurz aus der Schachtel herausholen und mal schauen, was alles hier drin ist. Meine Kamera ist ein bisschen am Pumpen, weil das natürlich eine weiße Verpackung ist und dort der Autofokus nicht so richtig funktioniert. So, hier drin befindet sich nur in einer rosanen, Aircushion-Verpackung, das HTC One. Jetzt seht ihr noch ein paar Bilder im Hintergrund, ein bisschen rund durch die Gegend fliegen. Macht aber nichts. Hier ist das HTC One drin. Legen wir erstmal beiseite. Und viel mehr befindet sich auch nicht in der Verpackung drin. Außer dieses kleine Ding hier. Ich versuche mal ganz kurz ganz dicht daran zu halten. So, jetzt müsste es scharf sein. Das ist mehr oder weniger der kleine Pin, mit dem ihr den SIM-Karten-Slot herausfahren lässt. Dann befindet sich noch ein USB-Ladekabel drin. Und natürlich HTC-Netzteil. Das war es auch schon. Eigentlich sollte hier noch ein Headset drin sein, aber ich sag mal, beim Sample-Unit muss man es nicht unbedingt haben. Ihr werdet das sicherlich aber im Verkauf auch finden. Wir machen mal ein ganz schnelles Unboxing mit meinem Gesicht bei euch auf dem Video eben halt drauf. Und so sieht das HTC One aus. Das HTC One. So sieht es aus. Und auf der Rückseite sieht es folgendermaßen aus. Es wird es in zwei Varianten eben halt geben. Einmal dieses Silber-Weiß-Finish und dann noch einmal Stealth Black. Stealth Black haben meine Kollegen zum Beispiel von Android Next schon unboxed. Das könnt ihr euch dort anschauen. Der Amir hat da ein kleines Video gemacht und zum Unterschied ist nur die Farbe. Die Farbe ist die einzige Unterschiedvariante. Was ihr hier hinten seht, hier diese weißen Markierungen bei der silbernen Version. Das ist, sage ich mal, eine sehr, fast schon intelligente Methode in das Unibody-Gehäuse, denn das ist komplett aus einem Aluminium gefräst, wie man sich das in der Promo-Video eben halt anschauen konnte. Verstecken sich hier dann die Antennen. Hier einmal und dort einmal unten befinden sich die Antennen. Was sich sonst noch auf der Rückseite befindet, neben dem HTC-Logo, neben dem Beats Audio-Logo natürlich, die 4 Megapixel, Pixel ist nicht richtig, 4 Ultrapixel, ja, Kamera plus LED-Fotoleuchte, das ist die Rückseite. An Bedienungseinheiten befindet sich natürlich dann noch rechts auf dieser Seite, Lautstärke-Wippe. Ja. Unten sieht man dann noch USB, Micro-USB-Port zum Laden oder zum Datenüberspielen. Dann befindet sich auf der Oberseite hier der An- und Ausschalter mit einer kleinen Besonderheit, denn dort drin befindet sich ein Infrarot-Sensor. Ja, Infrarot-Sendeeinheit. Damit könnt ihr dann euren HTC One als Fernbedienung verwenden.
für sämtliche Infrarotgeräte. Wie das funktioniert, zeige ich euch sicherlich noch in einem anderen Video. Und ich sage mal, ich habe schon ein bisschen ausprobiert und es ist ganz witzig, wenn man dann seine Freundin, Frau, mal kurz überraschen kann, indem man an seinem Smartphone rumspielt und plötzlich den Sender wechselt. Ganz schicke Idee. Gab es aber auch schon mal, muss man dazu sagen, HTC ist nicht der Erfinder dieser kleinen Technik. Dann hier oben noch 3,5 mm Klinkeneingang, Ausgang für Kopfhörer und dann auf der anderen Seite natürlich SIM-Karten-Slot mit dem kleinen Löchlein, wo ihr das Werkzeug hineinstecken tut, um die SIM-Karte einzusetzen. Ja. Des Weiteren an der Front, ja, gibt es ja auch noch was zu sehen, hier, dort, Front-Facing-Kamera, 2 Megapixel und dann hier natürlich Lautsprecher plus Sensoren und hinter diesem Lautsprecher befindet sich auch noch eine kleine LED, die dann farblich blinkt, wenn da zum Beispiel Nachrichten reinkommen, der Akkustand sich vielleicht ein bisschen zur Neige geht und ja, das ist ein optisches Signal für euch, damit ihr dann eben halt wisst, wann was fällig ist. Dann hier noch hier unten noch ein weiterer Grill und das sind eben halt die nach vorne gerichteten Lautsprecher, die den Boom-Sound, HTC Boom-Sound vermitteln sollen. Schalten wir das Gerät mal einfach mal an. Das war HTC Boom-Sound. Man muss dazu sagen, es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr laut für ein Smartphone. Und ihr seht schon, es ist hochgefahren. Das ist natürlich jetzt schon alles eingerichtet worden von mir. Und ja, was gibt es sonst noch als Neuerung? Natürlich softwareseitig gibt es zum Beispiel, Moment, jetzt muss ich mal kurz mal gucken. So, das ist die Startseite, HTC Blinkfeed. In Blinkfeed könnt ihr entweder Nachrichten abonnieren oder eben halt eure ganzen sozialen Netzwerke drauf komprimieren, dass ihr das auf dieser Seite eben halt habt. Müsst nicht in die Anwendung hineingehen, sondern habt sie übersichtlich auf einen Homescreen, den man auch umkonfigurieren kann, wenn man das nicht unbedingt immer als erstes sehen will, dann kann man da eben halt das alles auf einen Blick sehen. Wischt man rüber, hat man den anderen Homescreen dann auch noch. Was hier auch noch eine kleine Besonderheit ist an dem HTC One, ist die Anordnung der Softkeys hier unten. Es befinden sich nur 2 Softkeys am unteren Rahmen, flankiert, oder besser gesagt, die beiden flankieren das HTC-Logo. Das HTC-Logo ist aber kein Softkey. Oh, jetzt habe ich jetzt auf Versehen irgendwo drauf gedrückt. Moment. Das HTC-Logo ist kein Softkey. Ja, funktioniert nichts. Hier ist der Home-Button und da ist die Zurück-Taste. Ja. Jetzt fragt ihr euch, wie komme ich jetzt eigentlich in den Task-Manager hinein? Das ist eigentlich auch ganz simpel. 2-mal kurz drauf drücken. Ups, jetzt bin ich in die Kamera reingekommen. Moment. Meine Finger sind ein bisschen zu dick. Hier 2-mal drauf drücken. Schnell natürlich. Dann kommt man in den Task Manager hinein und ich kann hier einfach die Tasks beenden, wie ich möchte. Das erstmal ein kleiner Überblick über das HTC One, wie ich finde, momentan, auch wenn das Samsung Galaxy S4 vorgestellt wurde. Ich weiß, es gibt einen sehr großen Hype über das Samsung Galaxy S4. Rein haptisch mäßig ist das weit voraus. Aluminium Unibody Gehäuse. Kein Polycarbonat, so hochwertig es auch sein mag vom Samsung Galaxy S4, ist das für mich der Favorit in Sachen Design, Haptik, wie es softwareseitig aussieht, wird man dann sehen, wenn ich das mal ausführlich getestet habe. Alles Weitere natürlich bei mir auf der Webseite auf gadgetmagazin.de.